Moin Moin und herzlich willkommen aus Ostfriesland. Heute das spannende Thema vergessene Autos im Moor. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, war das früher einfach so, wenn die ein altes Auto loswerden wollten, ab ins Moor reingeschoben, über den Kopf gedreht und so. Und weg war das. Einfach, weil die damals nicht drüber nachgedacht haben, dass das nicht so gut ist für die Umwelt und so. Damals war das ja auch so, dass die einfach Ölwechsel gemacht haben, sind ins Moor reingefahren und haben einfach eben schnell das Öl ablaufen lassen. Hat ja niemand gesehen, weg war das. Eben kurz rechts abbiegen. Jo. Läuft. Wir müssen jetzt ein ganzes Stückchen fahren, damit wir zu den Autos kommen und gleich einen kleinen Spaziergang machen durchs Moor. Das wird mega spannend. Bin auch mal echt gespannt, was wir da so sehen. Das ist ein absoluter Insider-Tipp gewesen, wo man was findet. Das bleibt auch geheim. Also ist das sinnlos, wenn ihr kommentiert und fragt, wo ist das eigentlich? Wo findet man das oder so? Alles safe. Also dementsprechend einfach nicht kommentieren und zieht euch das Video rein. Oh, hier ist 30, hier gibt es kleine Kiddies. Man muss sich auch ein bisschen an den Regeln halten. Ansonsten gibt es so tolle Fotos, die sind in Schwarz-Weiß oft und so. Und kosten Menge Geld, wenn man schnell dabei war. Oh Leute, wir sind endlich angekommen. War eine lange Reise für uns. Wir sind bestimmt eine Dreiviertelstunde bis Stunde durch Ostfriesland getongelt und haben jetzt endlich das erste Moor-Auto gefunden. Geil, ey. Hier. Guckt euch das mal an. Es wird schon langsam dunkel. Wir müssen aufpassen, dass die Geister nicht kommen. Braucht noch ein paar Blätter oder so, die hier herumfliegen. Echt Hammer. Hier kommt heck hier noch ein Renault. Der Gerät. Oh Mann, die wurden hier früher einfach so irgendwie entsorgt. Echt Hammer. Mal ein bisschen von außen weiter drehen. Wow. Das Auto spricht quasi zu einem. Mach mich auf. Hier, Tag der offenen Tür. Das hört sich ja noch fast wie neu an, so vom Gelenk her. Geil. Guck mal, die Tür kann man sogar noch weiter drehen, so gammelig ist das Ding mittlerweile. Also, braucht noch jemand ein paar Renault-Ersatzteile? Kommentiert mal unbedingt in den Kommentaren, was für ein Auto das ist. Welches Modell genau. Ah, hier, nice. Lenker ist noch so ein bisschen da. Sieht man das so? Ja, ist gerade ein bisschen dunkel. Aber ich hoffe, so erkennt ihr noch ein bisschen was. Was sagt die Motorhaube denn, Nico? Geht sogar noch auf hier. Wow, echt geil. Das ist außerdem Nico. Nico sagt euch Moin. Moin. Erstmal auf scharf stellen, so jetzt zieht ihr ihn auf. Geiles Ding. Braucht noch jemand einen Motor? Hammer. Geil, da ist ja sogar noch ein bisschen was drin, so ein bisschen. Das sieht irgendwie dezent nach einem kleinen Motorschaden aus und dann haben sie das Ding wohl einfach entsorgt. Oder vorher noch ein paar Teile gepflückt, was so Standard war damals. Teilweise sind die auch einfach ins Moor gefahren, um sich Ersatzteile zu organisieren von gewissen Autos. Danke, Nico, dass du Licht machst. Bitte, bitte. Echt Hammer, die Gurke, ey. Hier, guck mal, da ist sogar noch Zierstreifen dran. Wollte tollen Zierstreifen kaufen. Hammer. Ich glaube, wir sollten schnell weitergehen und das nächste Auto suchen. You hurt me deep several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit. But you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, oh. Hier liegt auch noch irgendwie ein Auto. So, wir haben den nächsten Ort hier.
gefunden. War ein bisschen Sucherei. Hier sieht man schon den ersten Reifen. Ein bisschen im Licht. Wow, jetzt wird es schaurig. Vielleicht gibt es hier auch noch Geister im Moor. Wer weiß. Erstmal kurz sogar ein Baum hier laufen. Hier ist zum Beispiel so eine typische Stelle im Moor, wo einfach gleichzeitig viele Autos einfach entsorgt wurden. Das sieht man hier. Also hier sind einige Überbleibsel von ein paar mehreren. Fragen, worauf trete ich da denn gerade? Was ist das hier? Ach, auch noch ein Reifen. Ah, Trampolin. Echt geil. Hier ist natürlich auch viel Müll, was sie damals so entsorgt haben. Ist hier nicht noch irgendwo ein Lenkrad versteckt? Da vorne ist auch noch was. Wow, da sieht man, stimmt, da sieht man das schon so ein bisschen. Erstmal hier so ein bisschen durchlaufen. Genau, hier liegt zum Beispiel ein Auto einfach in der Talsprung drin. Das ist quasi die Hinterachse von dem Auto. Vielleicht kann das ja auch jemand kommentieren, was das hier ist für ein Auto. Kann ja sein, dass es vielleicht einen Schrauber irgendwie zuordnen kann. Das wäre ganz nice zu wissen. Erstmal scharf stellen, sonst beschweren sich wieder Leute. Es gibt immer so nette Kombis. Kauft euch mal besseres Equipment und so. Echt geil. Genau, hier seht ihr schön das Lenkrad. Das wurde anscheinend wohl mal aus dem Innenraum rausgeholt. Vielleicht kann das auch jemand kommentieren, wo das zugehört. Das wäre echt nett zu wissen. Irgendwie hat das Lenkrad auch, wie man sieht, so einen Chromring innen drinne, also rum. Denkt da eher so spontan an Ford. Irgendwie was in der Richtung. Kann man nicht sogar die Achsen noch irgendwie anheben? Das ist nicht, was du dich hast. Also. Kann man mitnehmen? Ne, ist leider. Fest. Genau, der hat auch wohl mal hier dran den Schalthebel an der Lenksäule. Okay, das ist natürlich sehr interessant zu wissen. Schalthebel an der Lenksäule. Hier sieht man noch die. Das ist wohl für die Schaltung. Das ist das Getriebe hier übrigens. Echt geil. Der liegt da vorne, also ist halt noch der Motor mit dran. Die komplette Achse. Da ist sogar schon die Ölwanne durchgerostet. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Einbrüche in dem Motor. Ist da nicht sogar noch irgendwie ein Stoßdämpfer? Da hinten, genau. Ja, so wenn man so von unten reinguckt, was die Kamera gerade macht. Echt geil. Heftig, sowas im Moor bei uns zu finden. Hier hat irgendjemand ein Stück Blech einfach abgesetzt damals. Was da so hingammelt, wenn man mal gegen tritt. Nicht umkippen, sondern gegenkriegen. Das ist schon so instabil. Das ist auch schön farbig, stammt bestimmt vom Schrank oder so. Wo denn? Da vorne. Wasser drin heiß gemacht. In diesem runden Ding hier? Ja. Ach so, ich dachte, das ist irgendwie was anderes. Ey, geil. Vielleicht kann da ja auch irgendjemand noch was zu erzählen. Irgendwie haben wir auf derselben Stelle noch wieder ein Auto gefunden. Also, hier sind so viele Autos, das ist echt heftig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sowas noch nie gesehen hat. Also, hätte mir das jemand vorher erzählt, hätte ich ihnen einen Vogel gezeigt. Aber wirklich krass, davon hört man ja öfter mal so zwischendurch. Und wenn man mit den alten Leuten kommuniziert, dann erzählen die auch, was sie damals da so getrieben haben. So, das war's schon mit dem Video. Demnächst gibt es eine fortsetzende Folge davon, natürlich bei Tageslicht gedreht. Jetzt im Dunkeln hat es aber auch seine Reize gehabt, durchs Moor zu laufen und so. Das war wirklich sehr spannend, weil wir auch viel durch Wälder gelaufen sind. Und da weiß man teilweise nie, was findet man oder so. Sehr spannend auf jeden Fall. Lasst unbedingt einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und vergesst uns nicht zu abonnieren. Genau, so sagt man das. Bin schon ein paar Stunden wach, letzte Nacht auch. Sehr lange für euch Videos geschnitten. Alles klar. Bis dann, euer Holger.